Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 Part 2. Im letzten Part ging es ja schon ganz gehörig zur Sache, aber ich habe ein ungutes Gefühl, denn jetzt sind wir im Dorf. Da wimmelt es wahrscheinlich von diesen gruseligen Arschlöchern. Oh mein Gott! Alter, ist das nicht der Freund von uns? Das ist doch der, der uns mit dem Auto hergebracht hat. Beziehungsweise das war. Das sind so kranke Leute. Seht sie euch an. Eine Kirche haben sie hier. Hey, Afka! Was denn? Alter, behindert. Ah, vorhin. Ich weiß es. Ah, vorhin. Bringen wir alle um? Mierda. Gemadre. Cabrón. Ich kann kein Spanisch. Ah, vorhin. Cabrón. Cabron. Alter! Sie haben uns entdeckt. Pero pelamos. Au, du Arsch! Hier rein. Vayan por detrás. Was? Alter! Nein! Chainsaw. Kettensäge! Wir haben verkackt. Sollte der uns treffen, sind wir sofort tot. Der schneidet uns den Schädel runter. Alter! Der mit der Kettensäge wird sich dir den Weg frei machen. So, und ich kombiniere das jetzt mal mit dem anderen grünen Kraut und fress das oder trink das oder schmier mich ein. Rauf. Ah, ein Gewehr. Eine Granate. Geld. Alter! Alter! Was ist das für ein Spiel? Dreh dich um, Leon! Der Kettensägen-Arsch ist hier. Granate. Aber erst wenn sie alle auf dem Haufen sind. Gut. Ah! Wo ist der Kettensägenmann? Oh oh, ich hätte nicht fragen sollen. Scheiße. In Resident Evil The Mercenaries war hier was. Weg. Alter, in Resident Evil The Mercenaries 3D war da aber ein Durchgang. Gemein. Weg, Hühnchen. Alter. Weg. Leider kann man in dem Teil noch nicht während dem Laufen schießen.
Einfach rennen. Hier rauf. Ja, genau. Alter, ist das ein kranker Scheiß. Wo ist der Motortyp? Gewehr. Alter! Leute! Scheiße! Das Spiel ist so scheiße, aber im positiven Sinne. Schlampe, geh weg! Alter, ich sollte keine Gewehrmuni verschwenden. Ein Hühnerei, meine Rettung! Gleich fressen. Naja, in echt mag ich keine Eier. Aber in Resident Evil nimmt man halt, was man hat. Boah. Ich bin hier voll angespannt, wenn mich der Motortyp erwischt. Der ist sicher hinter mir. Alter. Verschwindet, ihr Schweine. Lauf, Arschloch! Wo ist der Motor, Mann? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Alter, ist das ein... Krankes Spiel! Boah, was geht hier ab, Mann? Er lebt noch. Was ist los mit denen? Lord Sadler. Lord Sadler? Jetzt sind sie weg. Where's everyone going? Bingo? Boah. Jetzt fängt das Spiel erst richtig an. Ihr seht schon, das Spiel ist geil. Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Verstanden, mehr oder weniger. Okay, jetzt sind wenigstens alle Schweine weg. Hier eine Kuh. Könnte ich sogar schlagen, aber sowas macht man nicht. Zumindest ich mache sowas nicht. Wir sehen uns jetzt hier weiter in dem Dorf hier um. Also wie schon gesagt, das Dorf gab es auch in Resident Evil The Mercenaries 3D als Stage. So, dich musste ich aber leider. Weil dann bekommt man ein Hühnerei. Egal jetzt. Oh. Hier oben können wir schon sehen, da glänzt irgendwas. Das sehen wir uns auch mal an. Aber zuerst mal runter, da konnte man vorhin was prüfen. Hier. Die Reste werden von kleinen Insekten gefressen. Ihhh. Habt ihr Lust auf Gulasch? Oder was das auch immer ist.
Geld prüfen. Hier sind einige kleine Objekte. Hier ist nichts Ungewöhnliches. Aha, das ist auch nicht ungewöhnlich. Das gibt's bei mir jeden Dienstag zum Essen. Okay. Zusammenreißen. Prüfen. Das Bett ist total verdreckt. Sieht aus, als hätte hier lange keiner mehr drin geschlafen. Was bist denn du für einer? Aha. So. Da war das glänzende Ding, oder? Spinell. Ein Edelstein. Den können wir dann später gebrauchen. Für was, das seht ihr dann. Hier hätte ich mich auch verstecken können. Das ist zu. Aber hier wäre ich in der Sackgasse. Seht ihr. Einfach alles an Muni mitnehmen, das man hier findet. Ihr seht ja. So ein schmutziges Bett. Blutflecken! Raus, raus, raus. Alter, was ist das für ein Geräusch? Geld. Alter, was um alles in der Welt. Wenn er doch nur mitkäme. Ja. Wäre er mitgekommen, würde er noch leben. Alter. Angespannte Stimmung. Hier in Resident Evil 4. Hier gibt es noch ein Häuschen. Aha. Ah, Blendgranate. Kann man auch gebrauchen. Die Kuh tut mir leid. So, hier kann man auch rauf. Aber gab's da irgendwas? Ich spiele das Spiel natürlich nicht blind. Also falls das jemand denkt. Ah doch, hier gibt's Muni. Wäre ich hier raufgegangen, dann würden die Molotow-Cocktails raufwerfen. Fragt mich nicht, woher die das haben. Aber egal. Wie Leon vorhin schon richtig erkannt hat, handelt es sich hier um die Dinger da, nicht um Zombies. Aber um was dann? Naja, auf jeden Fall nicht weniger gefährlich. Vor allem, weil sie eine Kettensäge haben. Beziehungsweise ein... Okay. Oh oh, hier ist wieder einer. Speicher. Schreibt. Machen wir das mal. Ein Bauernhof war ein goldenes Hühnerei. Nicht schlecht, Herr Specht. Das sehen wir uns nachher an. Zuerst mal das Gebiet sichern. Oh oh. Ich bin der Farmer. Ich bin der Farmer. Ich bin geboren auf dem Land. Welche Kühe. Und bin jetzt tot. Was? Noch nicht? Die! Der alte Sack hat. Die. Hier schon wieder ein Hund, der tut mir leid. Dass er bei. Alter! Ich fasse es nicht. Das sind lauter Leichen. Ich geht. Also hier. Bah.
armes Hühnchen. Armer Hund. Was ist hier? Ah, hier ist nichts, nur stinkender Jauch. Also, Gott sei Dank kann mein Grabber keine Gerüche aufnehmen. Beziehungsweise kann der Fernseher keine Gerüche wiedergeben. Oder euer Laptop oder Bildschirm oder was auch immer. Das stinkt sehr unheimlich. Gleich zwei auf einen. Der hat mich noch nicht gesehen. Ich ihn aber. Take this asshole. Die. Au. Wie kannst du mich? Alter, der andere kommt sicher. Wo ist er? Wo ist er? Alter. Gehen wir da weg. Gehen wir da weg. Goldenes Hühnerei immer. So seldo, genau. Das denke ich mich auch immer. Stirb, Arschloch! So. Lebst du noch? Dann stirb, du fetter Bastard. Blöder Holzfäller. Oder was du auch immer darstellen sollst. Wo ist der andere Freund? Aha. Knapp daneben ist auch vorbei. Arschloch. So. Blaue Medaillen. 15 blaue Medaillen, 7 auf dem Bauernhof, 8 auf dem Friedhof. Diejenigen unter euch, die 10 oder mehr zerstören, werden belohnt. Aha. Damit ist das gemeint. Dann zerstören wir mal 10. So, jetzt zuerst mal zu dem. Wenn man das jetzt runterschießen würde, dann würde es hier reinfallen. Wäre dreckig. Deshalb zuerst das und das. Perlenanhänger. Ihr werdet schon noch sehen, wofür wir die ganzen Schätze noch brauchen werden. Jetzt müssen wir zuerst mal ein paar Medaillen zerschießen. Boah, die Musik ist irgendwie... wie auf der Autobahn. Okay, wo gibt's noch mehr? Hier, oder? Super. Wenn die Dorfbewohner freundlicher wären, wäre es hier ruhig und gemütlich. Stimmt. Kann ich noch nicht lang, oder? Später dann geht's hier weiter. Hey, hey. War da nicht eben eine blaue Medaille oben? Doch. Alter, ich verschwende hier sinnlos Schüsse. Gut. So, am besten ich prüfe so wenig wie möglich, damit wir weniger von der Welt sehen, und je weniger, desto besser. In dem Fall. Ein Käfig, ich hoffe, da war nicht der Hund drin. Okay. Noch eine Medaille, die zerschieße ich gerne. Wir brauchen nur 10 und haben jetzt die Hälfte. Ich glaube, das reicht. Denn die anderen 5 finden wir dann woanders. Also beim Friedhof, wie ihr lesen konntet. Ich weiß noch, dass es hier irgendwo ein Secret... genau hier. Das muss man anscheinend zerschießen. Ja, genau, das komische Ding da.
So, ist hier noch irgendwo irgendwas Blaues? Nee. Gut, dann gehen wir weiter. Nachladen. Okay. Ich traue der Sache nicht. Wieder ein Wegweiser. Ja, haben wir schon mal gesehen. Was? Das sind die drei von vorhin. Alter! Schüttel, 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 schüttel! Ah! Sind die denn verrückt? Dreckschweine! Boah, Alter! Behinderten Schweine, ihr. Au! Boah. Spinnel. Hey, das sind sogar Fledermäuse. Hab noch nie eine im Real Life gesehen. Aber egal. Schon wieder derselbe Wegweiser. Wir wissen, das bedeutet nichts Gutes. Und dass der da ist, auch nicht. Hey, hey. Oh, Alter. WTF. Wo ist der Kerl jetzt hin? Hier drin ist er. Okay. Alter! Weg, 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 weg. Jetzt haben sie sogar Dynamit. Stirb. Das ist Gott sei Dank schon alles auf. Ah! Spinne! Naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt glücklicher bin. Jetzt bin ich voller Spinnenmatsch. Okay, überall könnten Fallen sein. Oh oh. Wirf nochmal was. Die. So. Wenn man nicht mit Dynamit umgehen kann, dann stirbt man halt. Ich glaube, der Part ist schon wieder viel zu lang, nicht? Ah! Was wo? Lol. Ja klar, der Part ist schon viel zu lang. Dann werden wir ihn gleich mal beenden. Zuerst noch hier aber das Vogelnest runterschießen. Hier klopft was. Nee, also ich klopfe nicht. Ah, hier sind wir gekommen. Von hier. Dann gehen wir mal hier rein. So, langsam wird's gruselig, Leute. Was klopft hier? Will ich es überhaupt wissen? Die Frage ist, ob ihr es wissen wollt. Denn der Part ist schon wieder zu Ende. Und wenn ihr es wissen wollt, seid ihr herzlichst dazu eingeladen, es herauszufinden. Mit Part 3. Danke fürs Einschalten, Leute. Ciao.